Ja, hallo und ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Durchgequatscht. Diesmal ein bisschen später ins Game reingestartet. Ich habe dafür gute Gründe, ne? Sag ich einfach mal, das stimmt auch. Achso, das hier war übrigens mein erster Fehler. Normalerweise erkläre ich euch ja natürlich vorher so ein bisschen, was abgeht. Das konnte ich diesmal nicht, aber das ist kein elementares Problem. Wir spielen Nuno. So, da sagen jetzt viele, don't troll, auf dein Smurf, nimmst du die Sachen nicht mehr ernst und das ist total gemeint von dir. Nee, stimmt so nicht. Nuno ist aus meiner Sicht hier ein vollkommen solider Pick. Mein Team hat das auch minimal anders gesehen. Aber ich kann euch auch erklären, warum. Weil ich möchte euch ein bisschen zeigen, wie man einen Gegner effektiv counterjungelt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Nuno kann das ziemlich gut. Und die meisten von euch glauben es definitiv auch. Ich weiß gar nicht genau, wie viel Schaden es macht. Aber kurz nachgeguckt, dann weiß man es. Was ist der Trick bei Nuno? Nuno hat quasi ein Smite, Smite Rank Q. Und Nuno verliert relativ wenig Leben im Jungle. Das kommt jetzt hier nicht so ganz rüber, weil ich nicht den besten Start hatte. Aber Nuno ist tatsächlich sehr, sehr stark darin. Nuno ist außerdem relativ gut darin, die Krabbe zu machen, weil die Krabbe wird im Normalfall natürlich nicht gesmited. Und wenn du quasi einen Spell hast, der da Schaden nachholt, ist das sehr angenehm. Ich habe hier den beim Golem angefangen. Das heißt, ich habe auch den Golem-Debuff, der auch sehr wichtig ist, wie ihr wisst. Weil ab dem 5. Hit nehmt ihr den Ding Resistenzen weg. Das heißt, jetzt wird es gefuttert. Und ihr merkt schon, das geht relativ flott. Warum nehme ich hier die Krabbenroute? Naja, ich will den Gegner bei seinen Blue Buff invaden und verliere dadurch nicht so viel Zeit, kriege also den Blue Buff noch fertig, bevor er da ist und kann dann im Zweifelsfall einfach mit Q und Smite hier wegkommen. 400 Schaden plus meine, also ich bin so bei 810 dann. Okay. Oh ja, das war gut von mir. So, jetzt sehen wir da Lee Sin. Er sieht mich gleich auch. Aber ich habe hier einen Ward. So, den sieht er jetzt. Aber ich bin schon raus. Er hat meinen Blue-Off nicht gemacht. Das ist immer ganz wichtig, wenn ihr den gegnerischen Jungler seht. Müsst ihr mal gucken, was hat er. So, ich laufe jetzt hier rein. Ganke quasi die Lane. Recht erfolgreich, wie ich gerade feststelle. Kurz angemampft und weiter geht's. Die Botlane hat von sich aus gekillt, ohne dass ein Jungler dabei war. Sogar ein Double-Kill. Das ist exzellent. Das ist quasi der beste Verlauf, der geht. Was kann Lee Sin jetzt machen? Lee Sin kann meinen Blue Buff invaden, weil er hat oben noch Grump und Wölfe ab, weil er hat Botlane gestartet, weil er wird 2. Das ist quasi immer so ein bisschen das Rechnen. Okay, was hat er an Camps, was hat ich an Camps? Das heißt, er kann jetzt entweder in Topside seine Camps machen oder invadet meinen Blue Buff. Ich verhindere das quasi durch diesen Ward, weil er, wenn er zu meinem Blue Buff will, muss er hier lang. Er kann nicht quasi unten durch seinen Jungle gehen, es sei denn, er geht Base. Und wenn er Base geht, ist er zu langsam. Deswegen ist er dann keine Gefahr mehr für mich. Ich sichere mich also hier nur dagegen ab. Ich merke das schon, mein Q setzt sich nicht wirklich gut ein. Ich habe nur unglaublich lange nicht mehr gespielt. Aber ich finde ihn eigentlich immer einen ganz netten Champion, der halt einfach wegen Disco Nuno halt so einen schlechten Ruf hat. Aber das nicht ganz berechtigt. So, den Grump werde ich jetzt hier smiten und auch mampfen. Normalerweise sollte man das immer so handhaben, dass man halt das ganze Finish damit, einfach nur um aufs Nummer sicher zu gehen. Was magst man zuerst bei Nuno? Ich persönlich bin ein großer Verfechter des E-Spells. Der Q-Spell wird dadurch natürlich extrem smite-sicher. Gerade wenn man Counter-Junket, ist das eine Option. Halte ich allerdings für gar nicht unbedingt notwendig. Viele Menschen kaufen Chilling Smite auf Nuno, also die, die ihn vernünftig spielen. Das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, weil Chilling Smite quasi nochmal das True mehr gibt. Aus meiner Sicht ist allerdings Chilling Smite kein großer Vorteil, weil wenn ihr euch den Unterschied anseht von den Smite und meiner E-Range, ist der genau gleich. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Champions, die quasi einen Short-Range-Slow haben, ist es nicht so, dass ich durch Chilling Smite in die Range komme, um meinen Slow anzubringen. Dementsprechend entscheide ich mich hier für Red Smite, erhöht meine 1-gegen-1-Fähigkeit enorm und ist deswegen auch besonders nützlich, wenn ich den gegnerischen Jungler hier mehr auf die Ketten gehen will. Die Passive von Nuno sagt, dass ich alle nach 5 Basic Attacks einen Spell machen kann. Deswegen habe ich mich hier auch für eine Runenseite entschieden, wo ich ein bisschen was an Attack Speed und AP drin habe. Und mit dieser Variante bin ich hier durchaus in der Lage, immer wieder unter Druck zu setzen. Kleines Mathe-Game jetzt quasi. Ich gehe davon aus, dass der gegnerische Jungler eben seine oberen Camps gemacht hat. Das heißt, die Camps sind ungefähr dann ab, wenn das Ding hier wieder ab ist. Das ist so ungefähr das Ding. Das heißt, hier sollte jetzt im Normalfall nichts ab sein. Oben ist allerdings divebar. Aber hier ist was ab. Das ist dubios. Ein Pinkwort reingestellt, der nicht wirklich hilfreich ist. Aber natürlich trotzdem ganz nett. Ich behalte hier jetzt meinen Smite ab. Oh, die State. Das ist interessant. Das ist ein Fehler von ihr, den sie nicht machen sollte. Aber hey. Ich bin jetzt ziemlich hohes Level. Das sollte ein easy Dive sein. Renekton hat auch noch sein Level 6. Schnell den Beat drauf gemacht, um Assist zu kriegen. Assist bekommen. Easy Game, easy life so far. Und ich lebe jetzt im gegnerischen Jungle. Was sind quasi meine Vorteile gerade fürs Counter-Jungle? Ich habe eine Bot-Lane, die winning ist. Und ich habe eine
Top-Lane, die Winning ist. Das heißt, ich kann es mir quasi aussuchen, die Sinn ist Bot-Side. Dementsprechend gehe ich jetzt hier nochmal tiefer und hole mir zumindest seine Wölfe noch ab. Ich könnte jetzt hier über links warnen, das macht allerdings keinen Sinn, weil es ist ein Trinket Ward. Und ein Trinket Ward über diese Distanz zu, also über diese zeitliche Dauer zu stellen, bis er da ist, ist einfach nicht worth. Einen kleinen mal stehen lassen. Hier benutze ich Smite, was daran liegt, dass mein zweiter Smite-Stack gleich ab ist und ich dementsprechend nicht darauf achten muss. Meine Variante ist jetzt, die Top-Lane nochmal sofort wieder abzuholen. Sie hat in der Szene nicht geflasht, soweit ich das in Erinnerung habe, aber da kann man auch immer nochmal nachfragen. Tja, was hat Renekton ab? Kein Flash ab. Vielleicht haben beide geflasht. Und das hier ist quasi eine der easiesten Varianten. Sehr ärgerlich quasi, dass sie mich jetzt hier gespottet hat. Ich gehe jetzt einfach ein bisschen auf die Ketten. Sie hat keine Kill-Pressure auf mir. Ich hätte früher meinen Red Spade aktivieren müssen. Holy shit. Das ist wirklich anstrengend. Also, ich verliere wirklich nichts, weil mein Red Buff ist gleich ab. Und dementsprechend bin ich dann eh in Time da. Mein Plan ist jetzt quasi Red Buff. Dann werde ich die Raptoren machen. Und dann gehe ich quasi wieder in den gegnerischen Jungle. Oder ich gehe tatsächlich wieder Top Lane. Weil Top Lane ist hier ein Matchup, was sehr stark Snowball-lastig ist. Was halt schon ein Stück weit zu meinen Gunsten ist. Und was ich da natürlich noch weiter snowballen möchte. So, hier der Red Buff wird mich jetzt ein bisschen auer machen, was daran liegt, dass ich natürlich in dieser Phase jetzt hier gerade noch nicht Base war und noch nicht so viel an Items hab, oder so viel an Items hab. Das ist, glaube ich, grammatikalisch ein bisschen besser. Ich hole jetzt mein Level 6. Die Botlane wird allerdings da gut belagert von dem Lee. Vielleicht sollte ich da auf Daumen mal vorbeischauen, damit die nicht da irgendwie in Depressionen verfallen. Achso, ich habe den Q nicht, habe ich dann schon, warum kann ich ihn nicht benutzen? Smite jetzt hier den Raptor. Unten auf der Lane haben wir tatsächlich wieder dieses Duell gewonnen. Das ist sehr, sehr schön. Das Game gewinnt, läuft sehr, sehr gut, quasi auch ohne mich. Jetzt war ich unaufmerksam. Verdammte Scheiße, der steht wahrscheinlich da, ne? Ja. Nee. Nein! Ja! Best feeling ever. 10 Sekunden noch bis zum Blue Buff. Der Lee Sin hat gesehen, dass ich auf dem Weg bin, aber er kann nichts dagegen machen, denn er kommt gerade erst wieder aus der Base. Wenn er hier gleich facejackt, dann habe ich die Ultimate, habe ich die Möglichkeit, ihm mit der Ultimate echt extremst auf den Sack zu gehen. Oben will wieder diven. Das ist zwar eine nette Idee, allerdings gerade für mich nicht direkt umsetzbar. Den eh einen Auto-Attack zu spät gemacht. Wieder mal gucken, ist halt immer noch 400 Damage. Oder? Ja. Okay, und es sind übrigens True Damage. Oh, die Sin ist, sehen wir jetzt, wo er ist. Das heißt, ich kann auch umkommen. Okay. Wieder dasselbe. Renekton ultet sehr früh. Dadurch ist das Ganze natürlich nicht so geheim. Aber das muss es auch nicht. Zack. Ich muss nicht ulten. Oh, ich hätte den Kill abgeben sollen. Das war ein Auto-Attack-Steal. Und noch zwei Minions gesteal. Das ist nicht so lieb. Was ist da los? Jetzt nicht ganz verstanden, warum da die Pinks runtergingen. Ich habe immer noch mein Pinkboard stehen, das heißt, ich bin hier sehr, sehr safe. Ich könnte hier weniger darauf achten, wann ich meine Spells mache, weil ich einfach gerade einen Blue Buff habe. Sollte jetzt allerdings auch mal in die Base gehen. Okay, whatever. Ganz merkwürdige Situation. Ja, ignorieren wir das einfach mal und gehen wieder. Lee Sin ist jetzt auch da, das heißt, ich sollte jetzt hier tatsächlich rausgehen. Ich bin einen guten Level über Lee Sin. Das ist in Ordnung so, aber sollte halt in dieser Phase auch gerade so sein. Deswegen bin ich hier am Counter-Jungle. Ich glaube, die sollten daran sterben. Wenn nicht, dann ist das natürlich jetzt unglücklich. Ja, sie sterben mit der Zeit. Oh, Lee Sin ist Mitte. Ich bin sofort auf dem Weg dahin, aber als ob ich ihr da noch helfen kann. Vielleicht der Return-Kill. Im Flash eh. Man, sie hat gerade kein Shit ab. Aber da geht nichts. Ich weiß nicht genau, was diese Pinks hier mal wieder sollen. Und ich weiß nicht, was der Ward hier soll. Vielleicht, wenn sie gleich ihren Schild einfach mal benutzt, aber sehr unwahrscheinlich. Wird die Lane freezen. Wie ihr merkt, hat man mit Luna immer wieder das Problem, dass man quasi nicht basen muss. Das muss man übrigens mit Luna machen. Das gehört zum guten Benehmen. Ein Blue Buff ist ab, beziehungsweise Cassius Blue Buff, wenn man so will. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass der nicht gestohlen wird. Ich habe allerdings kein Trinket. Das heißt, wenn ich da hingehe, wäre das quasi ein mittelschwerer Selbstmord. Ui, das hätte auf uns auch gehen können. Ich nehme den W hier als zweites. Es gibt gute Gründe für den Q. Das hatte ich ja eben schon mal so ein bisschen erklärt. Na, sowas Ärgerliches. So, nur auf Nummer sicher zu gehen. Die Sin ist oben. Ranken ist da divebar. Das Problem kann ich nicht lösen. Dementsprechend versuche ich, möglichst wieder rauszukriegen. Wenn ich jetzt auch ummove, bin ich eh zu spät. Dementsprechend gehe ich einfach nur in seinen Jungle rein. Stellen Ward. Und wenn ich einen Ward abhätte, was ich nicht habe. Ärgerlich.
Und nimm halt ein bisschen was von seinen Camps. Er ist halt in so einer Situation nicht drin. Und da müsst ihr euch übrigens auch damit anfreunden, dass es einfach Situationen gibt, wo ihr quasi nicht das super Geilste aus der Welt rausholen könnt, sondern halt nur das, was halt gerade drin ist. Das kann manchmal wenig sein. Wenn ihr vorbeiläuft und mit der Wave oben vergleichen, hier in diesem Fall war die Wave oben so, dass ich wüsste, dass sie mich sehen. Okay, ein Exhaust drauf. Er will mir nicht den Assist nicht geben. Also der Lucian, das hat er gut gemacht. Das hat also auch funktioniert. Ich hätte jetzt Optimalfall, wäre ich jetzt gerade auf der Midlane. Aber das macht natürlich keinen Sinn. Die Ultimate vom Bard war scheinbar sick. Schön, dass mein Team sich zumindest auf der Botlane versteht. Die anderen Lanes werden hier mal relativ aggressiv gepinkt. Ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Und ich lasse auch hier natürlich was stehen. Wenn ihr recoilt als Counter-Jungler, nie in den Büschen selber. Ich dachte schon, das wäre jetzt aber auch Mobbing gewesen. Mein Blue Buff war jetzt lange ab. Viel in meinem Jungle war lange Zeit ab. Für mich allerdings kein allzu großes Dilemma. Ja, wie baut man das Ganze aus? Naja, ich persönlich baue jetzt Cinderhulk Instant aus, was allerdings auch Gründe hat, weil ich das Red Smite früher haben wollte, um die 1 gegen 1 Möglichkeit gegen die Sins zu nehmen. Ihr könntet auch Barmys bauen, also quasi diesen Weg fahren, von Barmys into Sidestone oder von Sidestone into Barmys. Das funktioniert genauso gut. Ist natürlich eine Variante, mit der man dann relativ spät stark wird. Ich ping jetzt hier Cassio, dass ich zum Blue Buff komme, damit sie auch dahin kommt. Mein Trick, wie immer, die kleinen killen, bevor der Midlaner da ist, damit er gar nicht auf die Idee kommt, den zu stehlen. Ist natürlich sein gutes Recht, so ein bisschen da auch Interesse dran zu haben. Ich weiß nicht, was Bart jetzt hier von mir möchte. Er möchte mir helfen. Er ist ja ein Lieber. Ein lieber Kerl. Weißt du was? Habe ich keinen Bock zu. Einfach Vision denyen. Gibt auch XP. Kein allzu großes Problem gewesen, dass der Ward war. Aber warum sollte ich es nicht wegmachen, wenn ich es hinein kann? Ihr merkt, dass mein Jungle Clear Speed jetzt 1 Million Mal schneller ist, nachdem ich Base war. Und das ist einer der Probleme, die ich persönlich mit Nuno immer habe. Und weswegen ich mich auch nicht als wirklich, wirklich guten Nuno-Spieler betiteln würde. Ich gehe zu spät Base. Ich finde, dieser Champion ist einfach so geil, weil du die ganze Zeit durch die Gegend rennen kannst. Aber wenn ich mir jetzt angucke, was jetzt mein Clear Speed ist, dann wäre ich einfach schon komplett overlevelt, wenn ich früher in der Basis gewesen wäre. Der Sinn ist gank-fokussierter als ich. Hat jetzt hier den nächsten Gank gesetzt, wobei das jetzt in diesem Fall halt auch nicht so klug durchdacht war, von der Vayne auf der Lane zu bleiben. Renekton farmt jetzt hier ein bisschen auf die oberen Gebiete des gegnerischen Jungle ab. Und ich versuche auf der Midlane jetzt wiederum Action zu machen, weil Cassio hat gerade extrem viel Schaden, haben wir eben auch schon beim Blue Buff feststellen können. Und da geht definitiv noch was. Der Face Dive ist sehr simpel. Du rennst in sein Gesicht, denkst den Turret und gehst wieder raus. So simpel ist das Leben manchmal. Und so schön kann das Leben ja auch sein. Ich bin jetzt auf dem Weg. Gibt Cassio den Speed-Up. Ja, das könnte echt interessant werden jetzt. Ja, wunderbar. Erstmal auf Lucian gehen. Zack, haben wir alle. Easy peasy. Also sehr schön gemacht hier auch in diesem Moment von Bart. Und jetzt wieder dasselbe Prinzip. Sofort in die gegnerischen Jungle rein. Punishen. Es gibt quasi objective-orientiertes Gameplay. Und das gibt es auch beim Counter-Jungle. Hier in diesem Fall smite ich die Raptoren. Lass jetzt die hier stehen, weil sonst würde ich beide verbrennen, wenn ich noch für den Auto-Attack länger bleibe. Und nehme hier auch noch den... Ach, guck mal, perfekt. Ich tue mal so, als wäre es geplant gewesen, dass ich jetzt da auch noch den Kleinen bekommen habe. Und kriege hier auch noch seinen Red Buff. Und weil das Mobbing ja noch nicht schlimm genug war, nehme ich mir jetzt auch noch die Golems, obwohl das ein bisschen greedy ist, weil die ja unten vielleicht für die Vayne gehen und mich dann aus dem Weg finden und sagen, ja gut, einen geschenkten Yeti schaut man nicht ins Maul. Und nehme ich dann auch noch mit, aber das sollte eigentlich... Ja gut, also das aufdecken wir jetzt völlig sinnfrei. Und ich gehe jetzt, glaube ich, hier sogar noch so weit, diesen Pink Ward zu clearen. Naja, gut, der war auf dem Weg. Und nimm noch meinen eigenen Jungle mit. Also, durch diese Variante quasi hole ich gerade levelmäßig halt echt extrem viel raus, weil ich quasi eine komplette Jungle-Route im gegnerischen Jungle genommen habe, bis halt auf ein, zwei Minicamps. Jetzt wieder den Golem smiten kann, dadurch einen guten Clear-Speed habe und dann wieder meinen eigenen Jungle durchnehme. Das ist halt einfach gerade vom Power-Level her so relativ nah am Maximum, was geht. Ich könnte jetzt nächstes Item ein bisschen aggressiver gehen, weil ich ganz gut dabei bin. Allerdings finde ich aggressive Items auf dem Nuno halt immer so ein bisschen Pseudo. Es gibt da durchaus Optionen, die man fahren kann. Man kann zum Beispiel auch auf ein Attack-Speed-orientierteres Item-Bild Richtung Wits End gehen, was ja, wie ich schon mehrmals erwähnt hätte, für mich zurzeit eines der absolut besten Items ist, die es gibt. Aber das ist dann doch schon immer ein bisschen sehr dreist. Jetzt in den Enemy Topside Jungle zu gehen, ist deswegen risikoreich, weil da gerade die Gegner waren und deswegen da wahrscheinlich sehr gute Vision sind. Ich möchte mir aber zumindest die Krabbe ganz gerne sichern, weil die habe ich länger nicht mehr genommen. Das sieht man auch daran, dass sie halt eben Level 5 ist. Ich könnte sie jetzt hier queuen, aber den Queue will ich mir abbehalten, wenn einer kommt, so zum Beispiel, um halt eben den Last zu haben. Das sollte man ab einer gewissen Phase des Spiels immer machen. Danach kann ich jetzt mich immer noch um die Golems, die ich hier oben abhab, noch kümmern.
Allerdings verhindere ich eben, dass er die Krabbe nimmt. Bin deswegen früher dahin gegangen. Das Ding jetzt zu smiten musste nicht sein, weil ich ja auch den Cure-Up habe. Allerdings war es eher, und ich gehe jetzt in die Basis. Item-mäßig probiere ich es jetzt einfach mal mit Anne, weil ich dachte, dass ich es abhab. Habe ich nicht. Wie ärgerlich. Na gut, okay. Ich glaube, es wird dann eine etwas defensivere Variante werden, bei der ich einerseits auf den Sidestone gehe, um dem Team noch mehr Vision zu geben. Vor allem, weil es halt wirklich Probleme hat, hier gegen Lee Sin klar zu kommen, der ja einen guten Fokus quasi setzt auf dieses Ganken. Aber das ist halt eben genau die Problematik. Lee Fett. Oh mein Gott, ja. Lee Fett ist eigentlich selten ein ernstzunehmendes Problem aus meiner Sicht. Ah, ich laufe außenrum. Kein Bock, gesichtet zu werden. Gerade übrigens auch schön zu sehen, dass dieser defensive Pink Ward, den ich gestellt habe, gar nicht contestet werden konnte. Und deswegen hier jetzt seit ewigen Zeiten steht. Das ist immer wieder ganz nett. So, den werde ich jetzt hier mit Smite töten. Trotzdem kann ich ihn vorher fressen, weil das Ding halt einfach in dieser Phase noch nicht so viel Schaden macht. Und der Golem wiederum auch relativ viel, oder der Grump relativ viel Leben hat. Muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass mein Team nicht irgendwie destruktiv wird. Das ist so, als könnte ich das komplett verhindern, aber ich kann zumindest ihnen helfen, indem ich näher in der Gegend bin. Ich bin jetzt sehr, sehr tanky. Ich kann den Leuten extrem gut auf die Eier gehen. Deadman's Blade hat. Ich hätte ja auch die Option gehabt, für den Randuin zu gehen, was gegebenenfalls noch stärker gewesen wäre für mein Team. Aber ich wollte halt eben auch den extra Damage noch mitnehmen. Bombmail ist auch etwas, was man auf Nunu überlegen kann. Nunu hat einen extremst hohen Base-Lebenswert. Ich kann jetzt hier wieder zu meinem Team aufschließen. Was ich auch sehr gerne möchte, weil... Ne? Ah, guck mal da. Eine Braum-Ultimate. Vollkommen irrelevant für mich. Ich bin ja gerade echt einfach nur der Typ, der hier rumläuft und allen Leuten auf die Nerven gehen kann, ohne dass sie großartig was dagegen machen können. Die Einzige, die wirklich was dagegen machen kann, ist Lux. Und Lux wiederum muss natürlich selber auch aufpassen, was geht. Bart sollte nicht so viel Respekt haben. Oder sagen wir mal, den notwendigen Respekt, aber eben halt nicht mehr. Zack, jemand drauf. Den Kill sollten wir safe haben. Haben wir auch. Wunderbar. Jetzt kann ich Raken noch den Speed-Up geben. Batz. Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen hier. Stellen nochmal einen Ward rein. Ich kann das aber halt ewig, für Ewigkeiten tanken. In dieser Phase gehe ich sehr gerne zuerst auf Armor und dann halt eben Richtung Magieresistenz. Oh, gib mir die Möglichkeit noch für einen Assist. Ja! Do it! Okay, ich gebe Bart meinen Buff. Bart wiederum gibt einen Anlass einen Heal und schwuppdiwuppdiwupp habe ich halt auch schon die Möglichkeit hier mir einen Assist einzuheimsen. Jetzt hier auf der Lane habe ich das Kennemir hier nicht bekommen. Dafür schäme ich mich ein bisschen. Da bin ich ehrlich. Straight up diven. So, gar keinen Respekt haben. Bestenfalls ziehen wir auch noch die Ult. Ist jetzt passiert. So, und was hat er dafür bekommen? Überhaupt nichts. Und das wird sich auch nicht ändern. Kassel muss ein bisschen aufpassen mit dem Wert jetzt Töder-Akku gezogen. Was normalerweise nicht so passieren wollte. Lane, Ward of the Lane, immer ganz wichtig. Und ich muss jetzt natürlich gucken, dass ich noch diesen Red Buff gesteelt bekomme. Und mein Team fight. Okay. Mein Team gewinnt den Fight. Okay, so kann man das Ganze spielen. War jetzt ein bisschen sehr ballsy. Aber ihr seht, was quasi mein Prinzip ist. Ich stehe einfach für ewig und drei Tage in diesem Turret und in den ganzen Damage. Und das ist mir völlig egal. Es ist einfach die komplette Theorie hinter Nunu. Dass du Leuten auf die Nerven gehst. Das ist quasi, Nunu, ich gehe dir auf die Nerven. Ja. Ah, den schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. 5 Sekunden noch. Ah, okay. Da war jetzt ein bisschen close. Aber das muss halt so sein. Den wollte ich halt unbedingt noch haben. Den habe ich bekommen. Hier wurde jetzt aufgedeckt. Das ist kein Problem für mich. Ihr seht, ich ragge einfach unfassbar viel gerade im Moment. Das ist wirklich lecker, quasi, was ich hier an Sachen sofort wiederbekomme. Jetzt brauche ich Magieresistenz und dann bin ich quasi unsterblich. Ich bin quasi ja schon unsterblich gewesen in den letzten Fights. Allerdings wird es dann halt nochmal ein komplett anderes Level einnehmen. Ich habe kurz überlegt, ob ich in den Topside-Jungle gehen kann, aber ich sollte zumindest einmal zum Break hingehen, falls danach dann ein Fight ausbricht, weil Renekton macht ihn gerade solo. Was echt nicht sinnvoll ist. Ich kann verstehen, dass er aus der Base sofort dahin will, aber das ist keine smarte Option gewesen, einfach mal anzufangen. Bevor das Team da war, Red Buff abgeben ist auch nur so eine Sache, weil er tatsächlich gar nicht so schlecht auf mir ist. Weil ich den Leuten ja quasi die ganze Zeit auf die Nerven gehen will und das sehr gut funktioniert.
nehme jetzt hier wieder die Kleinen. Gib den Großen ab. Wunderbar. Dann sind alle Beteiligten happy. Ich habe eh gerade noch einen Red Buff. Außerdem, na, Vayne den Red Buff zu geben, das sollte jeder verstehen, dass das sinnvoll ist. Zack. Hier nochmal ein bisschen drüber laufen. Okay, die haben gerade das Ding, das heißt, es macht keinen Sinn. Ich will denen den Buff geben. Warum geben Leute nicht den Buff? Der Buff ist so stark. Zack, zack. Oh, das war nicht so gut. Wie ihr merkt, ist mir mittlerweile hier fast alles egal. Und das ist halt auch genau dieser Spieß, den man braucht, um Nunoku zu spielen. Du musst so stark sein, dass dir alles egal sein kann. Okay. War jetzt ein bisschen sehr viel vom Pfad. Ja, Disrespect muss natürlich nicht sein, verzeiht's mir. Aber das ist bei Nuno halt irgendwie einfach wie Champion einprogrammiert. Ich muss jetzt näher zu meinem Team und aufpassen, dass ich nicht gestunt werde. Dementsprechend laufe ich hier einfach raus, krieg den easy peasy. Iridia kann mich jetzt stunnen. Ich kann mich gerade vom Team, ist ein bisschen gefährlich, aber ich bin halt super schnell. Tier 3 Boots finde ich eben gerade auch deswegen auf Nuno immer noch unglaublich lecker. Okay, jetzt kann ich sterben. Das ist die erste Situation, wo ich sterben werde. Zu easy gecatcht worden da, hab mich ein bisschen baiten lassen. Und war dann halt eben in der CC-Chain drin. So, der Rest meines Teams kommt aber natürlich trotzdem jetzt noch relativ gut dazu und kriegt jetzt mit 2 Kills. Aber dadurch, dass ich meine Ultimate nicht geschafft habe anzucasten und das auch gar nicht probiert habe, kam ich da jetzt nicht dazu, dass ich wirklich Assists oder sowas bekommen habe. Moment mal. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, hey, warum kann ich das nicht daraus bauen? Geht's auch auf ein bisschen mehr Attack-Speed, hab dadurch später einen ordentlichen On-Hit-Damage. Nein, saß die ganze Zeit in der Minimap. Es tut mir leid. Sehe ich jetzt erst. Ja. An dieser Stelle sei erwähnt, dass es mir leid tut, dass die letzten durchgequatscht Folgen ein bisschen weniger darauf abgezielt haben, quasi lehrreich zu sein, sondern eher ein bisschen Richtung witzig ging. Das ist eigentlich nicht Ziel des Formats. Wenn es ab und zu witzig nebenher ist, dann ist das gut, aber ich möchte halt eigentlich euch ein sehr lehrreiches Format zur Verfügung stellen und hätte da eben gerne auch immer wieder den Anspruch an mich selber. Zack. Ich hau jetzt hier gerade noch die Wards auseinander. Stell hier ein Ward. Stell hier nochmal ein Ward. Und jetzt kann man das Ding halt easy peasy holen. Ist gar kein Problem. Das Game ist gewonnen. Outsmitebar ist man als Nuno schlicht und ergreifend gar nicht. Gar kein Problem. Zack. Das ist einfach lächerlich so. Bei 1400 das Ding einfach wegzunehmen. Das soll erstmal einer auf der Welt Counter outsmiten. Ich denke mal, Jhin ist jemand, der es kann. Gott. Bartin Speed up. Ja, ich kann da drin stehen. Daran werde ich übrigens nicht sterben. Oh, GG well played. Ja, wunderbar. Meine Damen und Herren, das war durchgequatscht. Freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Schauen Sie sich auch die letzten Folgen an. Die war eben ein bisschen unterhaltsamer. Ansonsten war das How to Counter Jungle and How to Play Not Disco Nunu. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Ihr seht, mein Damage, der ist lächerlich gering. Aber darauf kommt es eben halt auch nicht an. Sondern natürlich auf sowas wie Damage Taken. Macht's gut, macht's besser. Auf bald, auf Wiedersehen. Euer Johnny.